aus. Ach, herrlich. Findet ihr es nicht auch toll, so eine Terrasse, strahlend blauen Himmel, seht ihr jetzt nicht, aber hier draußen auf der Terrasse ist wirklich schön. Die Vögel zwitschern, ist das Tolle, wenn man auf dem Land wohnt. Aber hier auf dem Tisch fehlt etwas und das ist nämlich grün. Es muss hier ein bisschen grüner werden, bis vor kurzem standen hier noch die Chilis. Deswegen steht hier ein Karton und diesen Karton muss ich jetzt auspacken und nach dem Intro geht's los. So, zum Auspacken braucht man ein Messer. Es ist das andere Unboxing-Messer. Habe ich mal vom Außendienst von Gardena bekommen. Es ist aber schon lange her, als ich noch als Gartencenterleiter gearbeitet habe. Und seitdem will mich Gardena gar nicht mehr sponsern. Also nicht, weil ich Gartencenterleiter war und nicht mit genug Gardena-Zeug verkauft habe. Aber ich habe mal angefragt, habe gesagt, hey, ich würde gerne mal Bewässerungsthemen machen. Hättet ihr Bock? Haben die gesagt, nö, Budget ist schon verbraucht. Naja, so ist das halt. Aber ich habe ja langjährige Partner inzwischen, das finde ich ziemlich cool. Und das ist die Firma BLU. Und ihr wisst, im allerersten Unboxing, da habt ihr ziemlich gemeckert, dass so viel Kunststoff verbraucht wird. Und schaut euch das jetzt mal an. Alles schön stehend verpackt, ohne groß Kunststoffeinsatz. Und deswegen, man kann hier jetzt alles Unboxing korrekt aus der Verpackung nehmen. Hier haben wir die erste Pflanze. Ihr kennt sie, ich habe sie schon in einem der ersten Unboxing-Videos von BLU vorgestellt und sie ist mittlerweile schon weit über 2 Meter groß. Und zwar ist es die Banane. Die winterharte Banane, genauer gesagt ist es eine Musa Basio. Ich habe das damals noch gar nicht so überrissen, weil ich mich noch nicht wirklich so mit Bananen beschäftigt habe. Aber seitdem ich die winterharte Banane von BLU habe, die ja riesengroß geworden ist, hat mich das Thema Bananengewächse wirklich gepackt. Und deswegen habe ich gesagt, ich möchte nicht nur eine kleine Banane für das nächste Bananenvideo haben, sondern ich möchte gleich 2 haben. Jetzt muss ich gucken, wo die zweite ist. Hier ist die zweite. So Gummis, Verpackungsgummis, Haushaltsgummis könnt ihr auch sammeln. Die kann man immer wieder gut verwenden. Sondern ich habe mir gesagt, ich möchte auch eine zweite Pflanze haben, weil Bananen sind cool vor dem Haus. Das ist der Blickfang schlechthin, so eine Musa Basio, wenn die dort wächst. Einen Ableger habe ich schon im Garten gepflanzt, zeige ich euch in einem der nächsten Videos. Muss aber allerdings noch die Hecke, die ich damals abgeschnitten habe, wo noch Teile herumliegen, weil es zu winterlich war, muss ich noch wegräumen. Dann gibt es etwas Neues, das packe ich dann erst zum Ende aus. Lasse ich erstmal hier stehen. Das verrate ich euch also, was neu ist am Ende. Letztes Jahr richtig cool und geschmacklich richtig toll war die zuckersüße Cherry-Tomate, die Sorte Pepe. Eine absolute Empfehlung, wenn ihr Cherry-Tomaten mögt, so wie ich. Ich habe ja dieses Jahr auch viele Cherry-Tomaten herangezogen, allerdings keine Pepe. Und deswegen habe ich mir gesagt, ich nehme die Pepe wieder von BLU. Und die Pflanze war richtig super, also die Früchte, absolute Kracher. Wenn ihr irgendwo im Gartencenter oder Baumarkt die Pepe von BLU seht, sind ja alles Bio-zertifizierte Pflanzen. Macht ihr gar keinen Fehler, super lecker, absolut empfehlenswert. Kommt jetzt die nächste Pflanze. Oh, das ist die zweite Pflanze, die es neu gibt bei BLU. Ganz gut verpackt, macht auch Sinn. Oh, das ist sehr gut verpackt. Ja, genau. Das hier ist die Ersatzpflanze zu der Pflanze, die ich auch schon mal hatte, und zwar die Aloe Vera. Den letzten Winter hatte sie bis minus 10 Grad im kalten Wintergarten problemlos überstanden. Dieses Jahr hatten wir im Februar, so Mitte Februar war das,
drei Nächte knapp minus 20 Grad, also zwischen minus 15 bis minus 20 Grad war es kontinuierlich durch. Sogar für knapp 5 Tage war das relativ kalt und die 3 Tage waren richtig hart. Und das hat die Aloe Vera leider nicht im kalten Wintergarten überstanden. Das heißt, ich werde zukünftig besser aufpassen müssen auf die Aloe Vera. Aber wie gesagt, den ersten Winter hat sie wirklich nahezu ohne Schutz im eiskalten Wintergarten, trotz dass es mal auf minus 1, minus 2 gegangen ist, problemlos überstanden. Aber hier ist die Ersatzpflanze. Dann bin ich hier ein sehr großer Kräuterfan. Und deswegen ist das hier der Orangen-Thymian. Ich habe mir 3 verschiedene Thymian-Sorten bestellt, und zwar der Orangen-Thymian. Gucken wir mal, wie er duftet. Wirklich sehr fruchtig, wirklich auch sehr orangenlastig vom Duft her. Sehr, sehr interessant. 3 Thymian-Sorten, und zwar ist hier gleich der nächste. Das hier ist vermutlich der Zitronen-Thymian. Ihr seht, sehr zitruslastig, Orange und Zitrone. Bin ich jetzt auch sehr gespannt, ob der Zitronen-Thymian komplett anders riecht als der Orangen-Thymian. Ähnlich schauen sie sich hier aus, wobei der Zitronen-Thymian rundere Blätter hat als der Orangen-Thymian. Der ist ein bisschen spitzblättriger. Und der ist eindeutig zitroniger. Also diesen Zitronella-Duft, wenn das einmal in einer Pflanze drin ist, der ist wirklich sehr dominant und der ist deutlich fruchtiger, der Orangen-Thymian. Hier ist der andere Thymian. Das ist der Gewürz-Thymian. Und Thymian ist ja winterhart, bedeutet, man kann ihn getrost auspflanzen. Und für alle Kräuterfans und Insekten-Bienenfreunde da draußen, so ein Thymian hat viele schöne kleine Blüten, wo sich die Bienen richtig drauf stürzen. Das ist so ähnlich wie bei Minzen, und das ist ja die gleiche Pflanzenfamilie. Ja, der Gewürz-Thymian riecht gleich riecht gleich ganz anders als der Orangen- und der Zitronen-Thymian. Da muss man schon aufpassen, wenn das Etikett falsch rum ist. Aber hier Gewürz-Thymian, Zitronen-Thymian und Orangen-Thymian. Coole Sache. Also es lohnt sich, wenn man bei Kräutern durchaus auch mal ein bisschen eine Vielfalt hat. Dann das nächste. Sehr gut verpackt, muss man sagen. Dann das nächste, was sich auch lohnt im Garten, ist die Granberry, die Granenbeere. Auch ein super Bodendecker, also wenn man es jetzt irgendwo im Garten einen Hang oder sowas stabilisieren will, breitet sich auch sehr, sehr fleißig aus, so eine Granberry, und bringt natürlich auch Früchte zum einen. Und sie ist so stabil, dass man darüber hinweglaufen kann. Das heißt, die Fläche, die begrünt wird, kann begangen werden, ohne dass die Pflanze Schaden nimmt. Und kommen wir jetzt zur letzten Pflanze. Auf Instagram oder auch teilweise auf den Fotos in der YouTube-Community habt ihr sie schon gesehen. Die große ausgepflanzte Eukalyptuspflanze, den winterharten Eukalyptus. Das ist jetzt keine zweite Pflanze von der gleichen Sorte, sondern eine andere Sorte. Und zwar der Eukalyptus Enjoy. Der hat im Vergleich zum winterharten Eukalyptus runde Blätter, keine Spitzenblätter. Und, muss man gucken, ob der hier als mehrjährig mit Winterschutz, also der ist nicht ganz winterhart. Wobei, je nachdem wie alt der Eukalyptus ist, die schon relativ hart im Nehmen sind. Und jetzt kommen wir zu den neuesten Produkten, die es von BLU gibt. Weshalb an und für sich auch dieses Video entstanden ist. Aber ihr seht jetzt auch schon, es ist schon viel grüner hier, gleich viel schöner hier auf dieser noch sehr neuen, frischen Holzterrasse. Bevor wir uns die anschauen, hier seht ihr auch alles, keine Kunststoffplatten, sondern Pappkarton. Also BLU hat wirklich seit
dem allerersten Unboxing wirklich meilenweite Schritte unternommen, damit das richtig cool verpackt ist. Und ich finde auch so fürs Unboxing ist das eine richtig tolle Sache. Kommen wir jetzt aber, bevor jetzt alle wieder meckern, ich rede zu viel, aber ist mir egal, ist ja mein Kanal. Kommen wir zu den neuesten Pflanzen. Bei BLU ist ja grundsätzlich alles essbar. Bei BLU heißt es ja nicht umsonst, BLU schmeckt. Und zwar, BLU hat jetzt ganz neu Beerenobst im Sortiment. Für den Balkon bestens geeignet, und zwar die Himbeere Little Sweet Sister, also kleine Schwester. Und dann den Little Black Prince. Einmal ist das eine Brombeere. Brombeere kennt ihr, mit dunkelviolett-blauen Früchten. Und dann die Himbeere mit roten Früchten. Und jetzt gucken wir mal, BLU-Himbeere ist nicht nur besonders kompakt in ihrem Wuchs und eignet sich daher gut für den Anbau auf kleinen Balkonen oder Gärten. Sie bildet auch besonders früh im Jahr die ersten reifen und dunkelroten Früchte. Optimal also für alle ungeduldigen Schleckermäuler. Na, seid ihr auch Schleckermäuler? Schreibt es doch mal gerne ins Kommentar. Jetzt gucken wir mal den Little Prince. Die BLU-Zwergbrombeere ist eine sehr kompakt wachsende und pflegeleichte Sorte. Bereits ab dem ersten Jahr trägt sie mittelgroße, tiefviolette Früchte. Das Naschen kann also direkt losgehen. Und das Gute ist, jedes Jahr werden es mehr. Also nicht mehr Brombeeren, wobei Brombeeren ja immer größer werden mit der Zeit, aber immer mehr Früchte. Das sind die neuesten Highlights von BLU. Beerenobst für den kleinen Garten oder den Balkon. Probiert es auf jeden Fall mal aus. Schöne Pflanzen. Ich werde euch in den kommenden Videos, wie auch über die letzten Pflanzen bisher, in den Gartenrundgängen oder einfach als direktes Thema die Pflanzen vorstellen. Was denkt ihr dazu? Was sind eure Gedanken zu den einzelnen Pflanzen? Würdet ihr euch auch diese Pflanzen holen? Wenn ja, warum? Und wenn ihr euch andere Pflanzen holen würdet, welche würdet ihr euch denn holen? Habt ihr auch BLU-Pflanzen im Garten? Schreibt das alles in den Kommentare. Ansonsten würde ich sagen, gebt einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal. Bis zum nächsten Video und tschüss.